Das Parkhaus an der Konstablerwache in Frankfurt am Main. Im Januar 1983 wird die 55-jährige Sigrid W. hier zum Opfer eines Gewaltverbrechens. Führen verschwundene Gegenstände aus ihrem Besitz zum Täter? Der Autor und Experte für die Geschichte von Aktenzeichen XY ungelöst, Ralf Döbele, weiß genau, wie die ZDF-Fahndungssendung damals versucht hat, die Spur zum Mörder aufzunehmen. Von dem Verbrechen im Parkhaus gelesen hat. Die Frankfurter Kripo. Eigentlich haben wir es hier mit einer banalen Alltagssituation zu tun. Eine Frau macht Mittagspause, fährt in ein Parkhaus, wo sie schon viele Male zuvor gewesen ist und fällt dann einem tödlichen Verbrechen zum Opfer. Sigrid W. war 55 Jahre alt. Sie arbeitete als medizinisch-technische Angestellte beim Paul-Ehrlich-Institut und suchte dieses Parkhaus öfters auf, zur Mittagszeit. Auch am 21. Januar 1983 wollte sie hier in der Innenstadt Besorgungen machen. Gegen 13.30 Uhr stellt das Opfer seinen gelben Opel Kadett auf dem Parkdeck im zweiten Stock ab. Danach verliert sich die Spur von Sigrid W. Als die 55-Jährige am Abend nicht nach Hause kommt, erfährt die Familie telefonisch, dass die Frau nach der Mittagspause gar nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt war. Ihr Schwiegersohn macht sich auf den Weg nach Frankfurt. Er sucht dort einige Parkhäuser ab, weil er weiß, dass Sigrid W. die Mittagspause für Besorgungen in der Innenstadt nutzen wollte. Zu diesen Parkhäusern gehört auch das an der Konstablerwache. Dort entdeckte er schließlich das Fahrzeug seiner Schwiegermutter und hatte sofort ein schlechtes Gefühl. Seinem Instinkt folgend ging er rüber ins Treppenhaus. Dort findet er auf einer Treppenstufe erst die Brille der Frau und dann, ein Stockwerk höher, auch die Leiche seiner Schwiegermutter. Die 55-Jährige ist mit einem Schal erdrosselt worden. Außerdem hat der Täter auf sie eingestochen. Auch fehlt der Schlüssel ihres Autos. Im Inneren des Wagens finden sich noch Lebensmittel, die sie am Morgen des Tattages eingekauft hatte. Der Mord an Sigrid W. wurde in Frankfurt zu einem regelrechten Politikum. Also Frauenverbände forderten sicher zu Recht eine bessere Ausleuchtung der Parkhäuser, Videoüberwachung. Dies geschah dann auch. Videokameras wurden installiert und die Parkhäuser wurden auch besser beleuchtet und auch heller angestrichen, sodass die Frauen nicht mehr um ihr Leben fürchten mussten. Wer hat Sigrid W. umgebracht und warum? Die Kripo Frankfurt findet zunächst keine Zeugen für das Verbrechen an der Frau. Die Ermittler hoffen, durch persönliche Gegenstände der Getöteten weiterzukommen. Sigrid W.'s Lederumhängetasche ist verschwunden, genau wie ihr Ausweis. Auch zwei markante Kugelschreiber fehlen. In einen davon ist ihr Name eingraviert. In einem Briefkasten am Frankfurter Hauptpostamt wird schließlich der Ausweis der Frau eingeworfen. Ein Rentner hatte das Portemonnaie von Sigrid W. ohne Geld, aber mit Ausweisen der Frau am Morgen nach dem Verbrechen gefunden. Es lag ganz in der Nähe des Tatorts, in einem Pflanzentrog. Der Mann hatte den Geldbeutel zunächst behalten, da er nach eigenen Angaben selbst einen brauchte. Der Rentner brachte schließlich die Geldbörse zur Polizei, nachdem er von dem Verbrechen an Sigrid W. in der Zeitung gelesen hatte. Die Kripo-Beamten sahen sich den Mann natürlich auch sehr genau an, aber es stand relativ schnell fest, dass er mit dem Verbrechen nichts zu tun hatte. Weitere Zeugen oder brauchbare Hinweise im Mordfall Sigrid W. gibt es vorerst nicht. Ein paar Monate später hoffen die Beamten der Frankfurter Polizei, durch eine Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst endlich weiterzukommen. Im Dezember 1983 sucht Eduard Zimmermann nach dem Mörder aus dem Parkhaus an der Konstabler Wache. Diesmal in Frankfurt am Main. In dem kaum benutzten, schummrigen Nottreppenhaus dieses Gebäudes wurde eine Frau ermordet. Zeugen gibt es vermutlich keine. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich deswegen auf die Fahndung nach Gegenständen, die bei der Tat geraubt worden sind. Das war ein sehr, sehr düsterer Filmbeitrag. Gerade auch die Sequenz, wo der Schwiegersohn die Leiche seiner Schwiegermutter findet, war sehr beklemmend. Auf die verschwundenen Kugelschreiber gingen zahlreiche Hinweise ein nach der Sendung. Es gab auch mehrere anonyme Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Eine heiße Spur fand sich darunter aber nicht. So bleibt der Mordfall Sigrid W. 4 Jahre lang ein Cold Case.
Dann passiert am Frankfurter Hauptbahnhof ein Verbrechen, das mit dem Mord an Sigrid W. in Zusammenhang stehen könnte. Ein Mann überfällt eine Studentin. Er will sie zwingen, mit ihm in ihrem Auto in Richtung Autobahn zu fahren. Die Frau verhielt sich überaus couragiert. Als sich die Chance dafür bot, steuerte sie ihr Auto mit voller Wucht gegen eine Betonabsperrung, die zur Straßenbahn gehörte. Sie schrie lauthals um Hilfe. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Dies bekam ein Taxifahrer mit, der nahm die Verfolgung des Mannes auf. Er verfolgte ihn bis hierher zum Karlsplatz, wo er ihn schließlich stellen konnte. Der Mann heißt Ludwig T. Er wird mit aufs Polizeirevier genommen und vernommen. Der Überfall auf die Studentin war sehr ähnlich abgelaufen wie der Mord an Sigrid W. Dementsprechend wurde Ludwig T. natürlich von den Kripo-Beamten auch zu diesem Mordfall befragt. Schließlich brach er zusammen und legte ein Geständnis ab. Er gab an, Sigrid W. überfallen zu haben. Er wollte sie berauben und wollte sie auch vergewaltigen. Bei einer Begehung im Parkhaus zeigte er den Beamten, wo Sigrid W. genau gelegen hatte. Und er gab auch noch weiteres Täterwissen preis. Im Juni 1988 beginnt am Landgericht Frankfurt der Prozess gegen den 29-Jährigen. Die Anklage lautet auf Mord, Raub, versuchten Mord, versuchten Raub und versuchte Vergewaltigung. Doch Ludwig T. streitet nun alles ab. Die Geständnisse waren vor Gericht dennoch elementar, denn Ludwig T. hatte ihnen Täterwissen mitgeteilt. Also er hatte den Kripo-Beamten sehr genau gezeigt, wo Sigrid W. gelegen hatte. Außerdem sagte er aus, wie genau der Schal um ihren Hals zusammengeknotet gewesen war. Daneben gelang es der Kripo auch nachzuweisen, dass sich Ludwig T. am Tag des Mordes, am 21. Januar 1983, definitiv in Frankfurt aufgehalten hatte, denn er hatte von hier eine Postkarte nach Hause zu seiner Familie geschickt und die trug den Frankfurter Poststempel des Mordtages. Das Landgericht Frankfurt hält den Angeklagten schließlich wegen beider Verbrechen für schuldig. Ende Juli 1988 wurde Ludwig T. dann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Sigrid W. getötet hatte, um den Raub und die versuchte Vergewaltigung zu verdecken. Damit war also ein Mordmerkmal erfüllt. Für den Überfall auf die Studentin wurde er außerdem zu 6 Jahren zusätzliche Haftstrafe verurteilt, wegen versuchten Raubes und versuchter Vergewaltigung. Der Mord an Sigrid W. Ein vermeintlich harmloser Mittagseinkauf in der Frankfurter Innenstadt wurde der Frau zum Verhängnis.